Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute mal eine ganz besondere Art, und zwar haben wir ja ein SpongeBob-Meme, und zwar Mini und Wambo ist der neue Spielmodus hier. Das bedeutet, wir haben nur T1 und T6 Einheiten zufällig ausgewählt. Ist interessant, zock ich mal rein. Ich werde natürlich jetzt mit dem Bonecrusher starten, weil der Rest macht irgendwie kaum Sinn. Werde natürlich hier drüben auch nochmal einen kleinen hinstellen. Dann für später. Kauquappen mit rein und so weiter. So, es geht los. Ich frage mich. Ich glaube, jeder hat die gleichen. Nee, jeder hat unterschiedliche Einheiten. Okay. Also kann es natürlich sein, dass die jede Runde gerollt werden oder wir haben immer die gleichen, die ganze Zeit über. Wir schauen mal. Da bin ich ja schon mal froh, dass ich den Bonecrusher überhaupt habe. Okay, wir warten. Geht weiter. Da bin ich ja schon mal froh, dass ich den Bonecrusher habe. Beziehungsweise den Skelettkrieger, weil den kann ich ja zu drei verschiedenen Einheiten aufwerten und verwandeln. Dann drüben ist eine Maske, Kaulquappe und so weiter. Der hat einen Bass. Ich mach schon mal so ein Magier hin. Den werde ich die nächste Runde brauchen. Komm, Schnecke. Kann ich einen Worker bauen? Ja, man behält anscheinend die Einheiten, die man gerollt hat. Das bedeutet für mich erstmal ganz viele Knochenkrieger bauen, um die dann aufzuwerten. Ist natürlich ungünstig, dass ich diese Kettenfaust nur habe. Aber ist nicht so schlimm. Ich kann ja mit den. Mit den Kaulquappen, ich kann die ja zu dem Tank machen. Dass ich noch eine andere Art von Verteidigung habe. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, das heißt, ich baue hier noch zwei hin. Genau wie hier drüben. Und kann dann. Der hat gute Reichweite, na? Kann ich eigentlich davor auch noch einen hinstellen. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Magischer Schaden ist schon mal da. Da muss ich dann die Knochenkrieger zu den Archern aufwerten, um Stichschaden zu haben. Aber ich habe zumindest alles, was ich brauche. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hier fehlen mir noch vier Gold. Dann werde ich hier einfach noch eine Kettenfaust hinpacken. So in der zweiten Reihe. Sollte gut funktionieren. Ich habe von allem etwas dabei. Kann ich gleich noch einen aufwerten. Noch einen Worker. Bin ich auf jeden Fall gut dabei. Warte, ich noch einen Archer auf. Ja, wobei. Ja, doch, komm. Ich nehme den Archer mit. Hol nächste Runde sofort den Worker. Wie sieht es denn überhaupt hier drüben aus? Er hat viele Peewees. Eine Kettenfaust aufgewertet und Drohne schon. Das heißt,
Bei Aufprall Wave ist er im Nachteil. Und für die Drohne könnte man Magie noch mitschicken. Ich könnte einfach mal mit einer Brute versuchen, ob ich durchkomme. Er hat es gerade so geschafft. Mit der Turtle. So, Schneck ist mit rausgekommen. Wir könnten jetzt natürlich das Ganze so aufwerten, dass wir dann noch einen Tank stehen haben. Ja, ist schwierig, wenn man nur Level 1 Einheiten hat für den Anfang, wie man da zurechtkommt. Das sieht gut aus. Er hat ja einen schon aufgewertet. Er hat auch eine Maske hingestellt. Ich komme durch auf jeden Fall. Jawohl. Abgewehrt. Oh, der hat aber Glück gehabt mit der Sakura-Blume. Auf jeden Fall noch Worker reinhauen. Den habe ich ordentlich viel Geld gekostet. So. Wir brauchen Arkane Verteidigung haben wir nicht. Dann gehen wir weiter auf Stich. Ja, und dann gehe ich so in die hintere Reihe noch rein, so ein bisschen. Um dann noch mehr zu bauen. Ja, das sollte ganz gut abwehren, weil er mit den Pewis Arkane Verteidigung hat. Da kann ich nicht so viel machen. Er hat auch die Maske aufgewertet komplett. Stufe 3. Aber es ist ganz unten. Der hat, weil er letzte Runde so viel verkackt hat, ist er jetzt ganz unten. Oh ja, mal ein bisschen Worker aufbauen. Das darf ich ja auch nicht vernachlässigen. So. Ja, so ein bisschen mehr muss ich dann schon bauen, weil die halt alle Level 1 sind. Irgendwann können die halt nichts mehr. Aber mit dem Tor habe ich es schon gut, das kann ich dann einfach hinten hinstellen. Schattentänzer mit dran, das haut schon irgendwo hin. Wenn ich mir dann die teuren Einheiten leisten kann. Jetzt können wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Worker holen. Die schicke ich auf jeden Fall mit rein, Kanonenschützin. Gut gegen seine kleinen Teile. So. Wir könnten jetzt ihn auch immer aufwerten. Und ihn. Und packen wir da die Kaulquappen hin.
Oder mache ich die weg und... Nee, die mache ich weg und baue dann dort lieber Magier hin noch. Ah, ist nicht mehr rausgekommen. Da habe ich verschlafen. Da habe ich verschlafen mit den Schnecken. Oh, er hat schon eine Kanone. Ja, das blockt da wegen der Kanone. Das sind aber wirklich viele, die durchgekommen sind. Schattentänzer mit dabei. Die ganzen Archer. Ja, wir könnten natürlich jetzt ein Tor hinstellen. Oder ihn. Geht, glaube ich, wirklich mit dem Tor. Ist keine schlechte Variante. Das kriege ich noch zusammen, nicht mehr viel. Dann ebenso. Piri down, Kanone down, jawohl. Das ist gut. Ich habe geblockt. Ich werde wahrscheinlich ganz viele Tore noch hinstellen. So, wir könnten... das theoretisch nehmen. Ich nehme das. Keine Ahnung. Den hier. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Da die Opferung hätte mir jetzt 85 Gold gebracht. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht alles oder nichts nehmen. Weil ich dann das Einkommen wieder verliere. Wir holen erstmal einen Haufen Worker. Haha. Der hat aber ganz schön wieder aufgeholt, ne? Das ist Platz 3, ich bin Nummer 2. Mensch. Das sieht ja gut aus. So. Holen wir noch auf Worker. Außer das Tor habe ich noch keine große Einheit platziert. Ah, wir können da ein bisschen was mit reinpacken. Die anderen haben schon gut aufgewertet. Man sieht, man kann auch mit Stufe 1 Einheiten ganz gut verteidigen. Ich muss die Tank Frontline ein bisschen mehr aufbauen. Ah, es wird eng.
Oh, komm schon. Nein, der hat noch Mini-Leben. 5 Leben. Das gibt's nicht. So, den hier rüber. Könnt auch 2 rüberstellen. Nö. Können auch ein Tor hinstellen. Das mache ich lieber. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Hat einen Bananenbaum, Maske und so weiter. Da hat er ein paar verkauft. Der war gut gestellt. Der hat kaum noch Leben, kaum noch Mana und da macht er mehr Schaden. Das war sehr gut. Oh, bei mir ist einer durchgekommen. Also bei Orange hier Klausi. Ja, wir müssen schon ein bisschen die ganze Geschichte aufbauen. Ich würde tatsächlich hier mal ein bisschen die Frontline noch verstärken. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Oh, magischer Schaden, muss ich halt gucken, dass mein Feuerfürst den meisten Schaden macht nächste Runde. Aber der ist schon gut dabei. Jetzt prügelt sich natürlich durch diese kleinen Einheiten durch, die nichts aushalten. So. Ihn werte ich auf. Ich könnte 2 hinstellen. Und einen zweiten. Nee, ich werte, hab lieber noch ein bisschen was aufgewertet. Einfach da hier jede Runde geschickt wird. Yes, my lord. Baue ich lieber ein kleines bisschen mehr. Damit ich am Ende nicht am Arsch bin. Und es auch verteidigen kann. 660, ach du Kacke. Da müssen meine Feuerfürsten ran. Also mein Phönix und mein Feuerfürst. Die müssen das für mich verteidigen. Aussieht gut aus. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier liegt jetzt ein Ei. Ja, der kackt ab. Blau hat verteidigt, aber sonst wohl keiner. Ach doch, Lila hat noch. I am the one man army. So, könnte ich das jetzt maximal? Ich baue ein bisschen Stichschaden noch mit auf. Das kann ich dann noch aufwerten, die 3. Und dann ist ja alles aufgewertet. Von den kleinen Einheiten zumindest. Oh,
4 Drachen und Kanonenschützin, okay. Ja, der Bananenbaum hält echt 4 aus. Ja, und die Kanone, wenn die so explodieren. Ist das gar nicht so gut. Na gut, ich habe geblockt. Brauche noch mehr Worker. Noch mehr Worker. Und hat einiges durchgelassen. Ich werde wahrscheinlich jetzt auf der 18 ein bisschen mehr schicken. Weil Magieschaden hat er gar nicht. So, aufwärt, aufwärt. Fertig. So, dann kann ich nächste Runde noch einen Feuerpfost aufwerten. Und danach dann einfach die Tore. Das macht am meisten Sinn. Hades. Knochenbrecher Stachelskin. 1400. Okay, das glaube ich nicht, dass ich das halten kann. Das ist etwas zu viel. Das könnte doch funktionieren. Zumindest wird es knapp. Oh, die ganzen scheiß Frösche. Nee, das schaffe ich nicht. Aber zumindest nochmal einen down. Ah, war das viel. Aber das sage ich ja. Deswegen brauche ich immer so ein bisschen mehr. Damit ich es auch verteidigen kann. Ihn auf jeden Fall mit rein. Wir kriegen noch 1000 Traum. Wir schicken noch einen Mol mit. Es sind natürlich ganz viele Drachen dabei. Auch wieder 1400. Aber diesmal sieht es besser aus. Wäre ich locker ab. Da kann ich übelst Worker reinquetschen. Aber Felix lebt immer noch. Holy shit. Die ganze Knede. So, hier noch einen hin. Tore aufwerten. Ja, ich baue einfach noch die zwei. Und dann baue ich noch Tore hin die ganze Zeit. Das sieht doch verdammt gut aus. So.
So, er hat viel Stichschaden. Und durch die Millenniums hat er auch viel Aufprallschaden. Ja, stimmt, wir sollten sparen. Das heißt, wir schicken dann wohl auf 21, 22, irgendwie sowas. Das würde Sinn machen. Branch hat schon abgewehrt. Bananenbäume. Er braucht auf jeden Fall Voreis, die die wegballern. Dann kann ich so Zentauren schicken oder so, weil er keinen magischen Schaden hat. Neben der Rübenslange. Nochmal ein Ei, was down ist. So, Tor. Tor. Ganz viele Tore. 10.060. Das sieht auch gut aus. Wir sollten vielleicht tatsächlich schon auf die nächste Wave senden. Wäre jetzt mein Gedanke. Weil wenn die dann auf die 21 schicken und wir nicht, das glaube ich nicht, dass wir das so gut verteidigen können. Ja. So, ihn rein, ihn rein, ihn rein, ein Centaur rein, vor Eis zwei rein. Hat ganz viele Bananenbäume. Ich werde einfach nur noch mehr Tore hinsetzen. Ich werde jetzt nicht upgraden. Einfach da, weil ich dann Massenproduktion habe an Einheiten. Ja, die Masken sollten schnell down sein. Ich schicke lieber noch ein Voreis mit, weil die Bananenbäume richtig kacke sind. Die müssen raus. Boah, 4.660. Jetzt kommt es drauf an, wer kann länger halten, na? Jetzt kommt eine neue Armee. Hohoho. Da kommen immer übelst viele auf einmal raus. Es geht nur darum, so lange wie möglich durchzuhalten. Okay, da sind schon zwei down. Ich halte noch. Achso, bei uns down. Einer hat bei uns gehalten. Jawohl. Oh, übelst die Frösche. Mega viele Hexen. Okay, drüben hat Lila gehalten und Orange. Die waren hier aber ein bisschen eher da. Das wird ein Race. Okay, ran an den Speck. Gleichzeitig. Hier leben aber noch wesentlich mehr Einheiten. Wir werden schneller down sein durch die ganzen Frösche wahrscheinlich. Ja. Schade. Ja, war mal was anderes. Kann man ab und an mal spielen. Ja, ich habe keinen Arkan gehabt. Ich habe keine Arkane Verteidigung gehabt. Da kann ich keine hinstellen. Oh, holy shit. Ja, das war eine weitere Legion. Schaut doch gern bei den anderen Videos mit vorbei.
bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.